Es ist kühl, schattig und Sonne scheint durch die Bäume. In den vergangenen anderthalb Jahren sind St. Galler und St. Gallerinnen wegen der Corona-Pandemie mehr in den Wald gegangen, um sich dort zu erholen. Der Waldboom hat aber auch negative Seiten, findet der Regionalförster Raphael Lüchinger. Das ist tatsächlich so. Also, da die Leute nicht mehr viel anderes machen konnten, sind sie mehr im Wald gewesen. Da haben wir auch gespürt, das hat positive und negative Auswirkungen. Positiv in dem Sinn, dass wir Freude hatten, dass die Leute im Wald gekommen sind, dass sie sich vielleicht mehr mit dem Wald beschäftigt haben, wo sie vielleicht als Kind das letzte Mal drin waren. Negative Auswirkungen, als Beispiel auch vielleicht wie an dieser Führstelle hier, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Abfall gehabt, haben Leute, die ihr Corona-Projekt sogenannt verwirklicht haben, dass sie irgendwie eine Baute gemacht haben, wo es vielleicht eine Bewilligung dazu gebraucht hätte. Also, es hat wie beides gegeben. Der Wald bietet nicht nur Erholung für die Leute, sondern spielt auch eine wichtige Rolle für den Klimawandel. Jeder Baum, der wächst, nimmt CO2 von der Atmosphäre auf. Also in einem Kubikmeter Holz hat es etwa eine Tonne CO2 drin. Von dem her nimmt er das die Atmosphäre weg. Und CO2 ist ein bekanntlicher Klimagas, der zur Klimaerwärmung beiträgt. Das Problem ist nur, dass natürlich das eine endliche Ressource ist. Also irgendwann wächst nicht mehr Wald oder kann nicht mehr aufnehmen. Und auf der anderen Seite kann vielleicht auch wieder Wald zusammen oder man nutzt den Wald auch. Von dem her ist das sicher möglich, dass er mithilft. Aber er ist nicht das Allerheilmittel. Also da müssen noch andere Sachen wirken. Der Wald wird den Klimawandel auch ohne uns überleben. Das Problem ist mehr, dass es nicht in der Geschwindigkeit machen kann, die wir gerne hätten. Der Wald muss sich in dem Sinn so verändern, dass mehr trockenheitstolerante Baumarten reinkommen müssen. Entweder bringen sie mehr künstlich ein oder mehr fördern zum Beispiel eine Eiche, die mehr Trockenheit verträgen mag. Ich denke, er muss auch diverser werden, dass es wie ein Gemischtwarenladen gibt, dass wenn irgendeine Baumart ausgeht, dass man dann auf die andere setzen kann. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die der Wald sich entwickeln muss. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir brauchen den Wald und der Wald braucht uns.